Vor kurzem hat mir mein Freund Mirko erzählt, es gibt noch den wahren Amateursport. Du wirst es nicht glauben, da gibt es Sportler, Fußballer, Amateurfußballer, die haben sich zusammengefunden und machen eine Europameisterschaft der Bergdörfer. Und wie bin ich stolz? Ja, hallo, was ist denn das für ein Ereignis? Und ich werde alles möglich machen, um dort zu sein, um zu schauen, wer wirklich noch mit Enthusiasmus, mit Liebe und ohne materiellen Hintergrund Sport getrieben wird. Das finde ich richtig, richtig gut.